Moin, hallo und willkommen zurück zu Dark Arcana, der Jahrmarkt. Ich versuche noch diesen Jim Gibson zu verfolgen, aber erstmal muss ich den Wahrsager hier retten. Der ist ein bisschen aufgespießt, muss ich zugeben. Was, eine Feder? Okay. Ich muss mir ein bisschen Zeit, alte chinesische Zeichen. Was versteckt sich hier? Eine Wolke. Carnival. Es sieht so aus, als hätte jemand den Carnival-Schrank aufgebrochen. Gute Frage. Ist hier noch irgendwas, von dem ich wissen sollte? Da kann man ein bisschen Geräusche machen, aber es hilft da mehr auch nicht weiter. Du bleibst hier, Affe? Okay. Ich muss deinen Freund erstmal retten. Oh. Ganz creepy. Das ist bestimmt die... Da ist eine Pantomime. Ein Nasenteil. Der Rest des Rümmels ist abgesperrt. Okay, da wollen wir auch gar nicht mehr hin. Was ist das da oben? Keine Ahnung. Das Karussell funktioniert, aber die Pferde sind in einem schlechten Zustand. Die Farbe blättert ab. Wie? Darf ich neben spielen? Eine Skulptur, aber sie sieht so echt aus. Wie eine echte Pantomime, die sehr, sehr still steht. Das ist eine echte Pantomime. Jetzt kann ich das Ding erstmal reparieren, hoffentlich. Beziehungsweise ich baue das erstmal aus. Und die Feder ist hinüber. Feder ist gebrochen, ich muss jetzt was finden. Hier. Das Loch ist trotzdem da. Okay, dann haue drauf. Du schaffst das. Jetzt habe ich ein Auge gefunden. Ew. Perückenteil, Nasenteil und Teile des Mundes. Ich muss dich da irgendwie rausholen, mein Freund, aber wie mache ich das? Das kann ich auch rütteln. Der Wahrsager scheint große Schmerzen zu haben. Ich muss ihm helfen. Können wir nicht ein Kissen nehmen oder sowas hier einfach? Das geht doch auch. Der Affe sieht furchtbar traurig aus. Er muss eine starke Verbindung zu dem durchbohrten Mann haben. Ich kann diese Klinge nicht anfassen, ohne mich daran zu schneiden. Ich muss die Griffe finden. Ich muss echt, dass die Griffe finden. Bis dahin ist er doch schon längst verblutet. Okay, dann bauen wir mal diesen unheimlichen Clown zusammen. So, das Auge hat gerade gezuckt. Ich habe es genau gesehen. Die Tür klemmt. Vielleicht muss ich die fehlenden Teile hinzufügen. Habe ich doch. Ach so, hier. Creepy. Wahrsager zählt aus der Ängste. Sollen mich diese billigen Tricks beeindrucken? Die Tür ist verschlossen, aber die Schädelgriffe sind irgendwie schick. Na, ich weiß ja nicht. Ich bin da ja noch nicht so der Fan von. Ein Auge. Dieser Teil des Hauses der Ängste scheint für die Öffentlichkeit derzeit verschlossen zu sein. Aber ich bin ja nicht die Öffentlichkeit. Don't try to stop me, Detective. You don't understand. It's necessary. Okay, er ist gerade in dem Spiegel verschwunden. Der Spiegel ist teilweise kaputt. Setze die Teile an die passende Stelle. Okay. Aber ist der Spiegel dann wieder heile? Ich glaube ja nicht dran. So, you would like to pass through the mirror, yes? Don't you know that the mirror world is a very dangerous place? Once you enter, you might never come back. But if you want to go, I can't see why not. Just give me the token. Okay, den Token habe ich sogar. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne... Ich würde eigentlich gerne dem Typen helfen da.
Sind die Griffe hier nicht irgendwo noch? Ich habe so die Befürchtung, dass ich, wenn ich in der Spiegelwelt bin, bin ich in der anderen Welt. Shishan scheint außer Betrieb zu sein. Ist hier noch irgendwas anderes? Ausgeschöpfte Preise für die besten Schützen des Jahrmarkts. Hier ist sonst nichts, ne? Hier konnte ich nichts machen sonst. Ja, sonst war hier eigentlich nichts, ne? Gucken wir mal auf der Karte gerade. Ich kann hier gar nichts machen. Ich muss tatsächlich ins Haus der Ängste. Ich muss durch den Dingens treten. Das ist ja doof. Ich will ja eigentlich dem Loot noch helfen, aber das bleibt mir wohl nichts anderes übrig als hier. Hier. Dankeschön. Die Karte zeigt eine seltsame Version des Jahrmarkts. Ob ich Susan dort finden werde? Und er hat sie gerade mitgenommen. Ab in den Spiegel. Reise zum ersten Mal in die Spiegelwelt. Alles klar, wie zum ersten Mal. Kann ich hier nochmal rein? Das ist also die Frau gewesen. Carnival. Gruselige und verzerrte Version von harmlosen Jahrmarktsattraktionen. Interessant. Das ist also die Düsterwelt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Der Parkeingang. Und es geht schon wieder los. Kugelschreiber habe ich hier. Schnurrbart ist da. Das Auge. Muss ich hier alles nochmal machen oder wie, oder was? Pyramide, Teebeutel. Ne, diesmal sind ein paar Sachen anders. Was ist das hier? Da kann ich was zusammensetzen. Was denn? Krawatte muss ich diesmal finden. Eine Hantel, Elefant-Hantel war hier oben. Domino-Stein ist da. Den brauchen wir nicht. Okay. Das ist ein Löwe gewesen. Oh Mann. Hat man aber nur an der Pose erkannt. Das ist die Krawatte. Das Poster ist unvollständig. Dann das hier vielleicht. Okay, da fehlt noch ein Stück. Noch ein Schnipsel, der hier. Und da habe ich ja klauen. Ein Tennisball. Okay, eine Figur ist hier. Und dann brauche ich noch den Elefanten. Der ist hier. Selbst ist die Frau. Schließe drei Wirbelszenen hintereinander ohne Hinweise ab. Ende eine Wirbelszene mit weniger als fünf falschen Klicks. Was ein bisschen Gegenstand gefunden? Ausschnitt Jim. Muss jetzt die Szene wieder nachstellen, oder wie dort? Scheint beschädigt zu sein. Da ist ein Griff, okay. Da steht einer drin, krass. Kann ich hier nicht noch so Dinge sammeln? Früher konnte man noch Sachen sammeln, jetzt kommt's. Und ich hatte gedacht, der letzte Wahrsager sei seltsam gewesen. Dieser hier schlägt ihn um Längen. Wenn du fliehst, vergiss deinen einzigen Freund hier nicht. Den, der von Schwertern durchbohrt ist. In der Spiegelwelt findest du die Mittel zu seiner Rettung. Den einzigen Freund hier nicht vergessen. Der von Schwertern durchbohrt ist. Wer ist denn von Schwertern durchbohrt? Das wäre ja sie eigentlich, ne? Mann, das wird ja echt creepy, man hier. Da ist noch eine Figur.
Also eine Maske, okay. Ich nehme hier schon wieder Sachen mit. Da ist noch was. Ein Miniaturtheater. Ich muss ein paar Scherenschnitte hinzufügen. Scherenschnitte? Ich würde sagen sowas hier. Aha. Er ist also dafür verantwortlich, dass sie draufgegangen ist, wenn ich das richtig sehe. Wähle die korrekten Scherenschnitte für die Szene unten und finde eine passende Bühne für beide Szenen. Was? Ich kann zwischen den unterschiedlichen Szenen, zwischen den unterschiedlichen Scherenschnitten wechseln. Okay. Indem ich die Knöpfe drücke. Dazu müsste ich erstmal rausfinden, was wie wo. Eine Frau. Also wenn ich hier wechsle. Ein Feuerring. Krokodil. Okay, was haben wir hier? Der Thunfisch passt hier nicht hin. Der Löwe passt da hin. Der Feuerring passt hier hin. Der Dompteur passt da hin. Okay. Jetzt muss ich den Hintergrund passig machen, oder was? Okay. Das passt. Den Sonnenuntergang haben wir hier nicht. Das passt. Okay, jetzt muss ich schießen, oder was? Das Gewehr scheint ziemlich dieses, denn das Luftgewehr ist defekt. Ich könnte ein anderes Gewehr an dieses Kabel anschließen hier. Okay. Dann gehen wir ins Spiegelkabinett. Oh. Ich glaube, der will einen nicht, dass ich da durchkomme. Komm hier, verzieh dich. Ich gehe nicht in die Nähe dieser Kreatur, nicht einmal mit einer Schere. Wahrscheinlich brauchst du Unkraut extra für, ne? Kann ich dich denn wegschnipseln? Okay, das geht. Na gut, dann gehe ich da durch. Der Typ sieht nicht gesund aus. Ich kann den Gehängten erst durchsuchen, wenn ich ihn losgeschnitten habe. Ich brauche eine Säge, um sie durchzusägen. Großartig, da ist ein Dude. Was ist das hier? Ich muss die drei fehlenden Karten finden und sie an die richtigen Stellen setzen, legen. Okay, eine Karte habe ich gefunden. Krass, die Augen, die bewegen sich sogar. Der Türklopfer fehlt, okay. Gehen wir nochmal zum Karussell. It's her! She's following us! Leave us alone! Next time, he will kill you! Was hat er für einen Pakt geschlossen? Das Problem ist nun, das ist ein Pakt, der, glaube ich, nicht zu seinen Gunsten ausfällt. Die Pferde des Karussells sehen aus wie Hengste aus der Hölle. Wenn mir nur dieser Affe helfen könnte. Fehlt eine Figur. Da ist wieder dramatische Musik. Oha. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier abgeht. Menschlicher Schädel, Schulterklappe, Tarotkarte, Armband, Armband. Ne, das ist kein Armband. Sanduhr, Tarotkarte. Armband, Speer. Ist das ein Speer? Das ist ein Speer, okay. Menschlicher Schädel. Ist das ein menschlicher Schädel da? Ja, das ist ein Galgen. Das ist ein menschlicher Schädel. Schulterkappe. Handschuh mit Klauen. Wo ist denn ein Handschuh mit da? Das ist noch ein menschlicher Kopf. Können wir den da draufsetzen? Nein, wo muss denn der hin? Hier drauf. Okay.
Eine Klaue brauche ich noch. Ein Messer? Wo finde ich denn hier ein Messer? Ist das ein Messer hier? Das ist kein Messer. Das ist ein Messer hier. Ne, das ist eine Sense. Das ist ein Armband. Das ist ein Messer. Ein Auge. Du hast aber ziemlich viel bei dir, muss ich zugeben. Eine Klaue. Sehe ich jetzt hier allerdings gerade bei dir nicht. Eine Klaue, Klaue, Klaue. Das ist auch keine Klaue hier, ne? Nee. Das ist eine Klaue. Okay, ich habe 3 Tarotkarten gekriegt. Also jetzt, du willst jetzt im Gesicht der Maskenschein die Schlüssel zu dem Tor zu sein. Okay, kann ich da unten noch was gucken? Nein, ich glaube nicht. Dann kann ich mich hier drum kümmern, aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.